Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu The Forest. So, jetzt probiere ich das zweite Mal aufzunehmen. Wenn es jetzt nicht wieder auf 5 runter droppt. Wir werden sehen und los geht's. Es ladet schon mal. Und es ladet. Da ist unser Kind. Es ruckelt schon ein wenig. Gucken uns hier mal den Film an. Neo Blade oder so. 4 Sterne und so. Und jetzt stürzt man hier ab. Der Wald und ja. So. Oh. Ein Ureinwohner. Ein Kannibale, so einer. Ob er den Dreck wegschnabuliert. Unseren Sohn. Hoffentlich finden wir ihn. Ein bisschen Blut verschmiert Zimmer. So, ganz langsam. Das meine immer hier alles, was nicht fe festgenagelt ist, mit. So, da. Bisschen Alkohol für die Wunden. Noch das ein oder andere Essen eventuell. Da müssen wir ein bisschen näher dran. Gut. Den Pedometer, den tun wir mal weg. P für Pedometer. Ist aber ein Schrittzähler, ne? Nicht das, was ihr denkt. Ich will doch gar nicht darüber nachdenken. So. Jetzt haben wir uns hier mit der Axt ausgerüstet. So, müssen ja auf dem Waldboden sind wir jetzt angekommen. Gucken uns hier erstmal langsam um, was wir hier noch so alles finden können. Was uns hilft. Ja, da haben wir schon mal das erste. Wieder Medizin und Klos, wo wir dann was eventuell mit anfangen können. Los und los. Oder Medizin und los. Lecker Schokoriegel. Der Magen hängt uns ja noch nicht in den Knien. Stöckchen nehmen wir schon mal mit. Ja, wir haben einen. Ja, das Häschen ist rückwärts gelaufen. Wir haben aber ein paar Lizards. Vielleicht wenn wir mal ein wenig. Jetzt hat der Wind. Wollen wir gerade was gucken? Nochmal, mal so.
Oder Laptop vielleicht? Vielleicht ist das ja. Was haben wir hier auch? Kann man das hier auch? Ich glaube, dann lassen wir das lieber. So. Jetzt scheint es ein bisschen besser zu gehen. Sehr zum Vorteil für uns, ne? Nehmen wir das hier alles erstmal mit, schön. Vielleicht können wir uns ja jetzt anschleichen. Na. Der eine hat ihm gerade mal Bescheid gesagt. Wir haben schon den ersten Ureinwohner. Ja, den glaube ich, den können wir noch nicht zerhacken. Die vertrauen uns noch nicht so ganz. Erstmal schön alles hier einsammeln. Da haben wir schon mal das erste Häschen getötet. Ne? Survival halt. Essen, ne? Lecker essen. Diesmal gibt es nicht nur falschen Hasen, sondern richtigen Hasen. Ich zeig dir mal den richtigen Hasen. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Sammeln alles ein, was man so hier in die Finger bekommt, wie gesagt. Vielleicht noch ein oder zwei Kaninchen. Das machen wir zwingend gleich. Erstmal irgendwo ein Feuerchen hin basteln können. Ich habe gehört, wenn man die Pilze schneller hintereinander. Ja, jetzt haben wir ein paar Leaves. So, kleine Steine brauchen wir ja nicht unbedingt. Ah, die Grafik ist nicht gerade berauschend. Die sollte man nicht essen, habe ich mir sagen lassen. Anscheinend nicht. Hier haben wir eine Flare schon mal. Falls wir uns mal in eine Höhle verirren. Ja, so mitten im Wald sollten wir uns nicht gerade unbedingt ein Häuschen bauen, ne? Nehmen wir alles mal mit, was wir so tragen können. Zumindest schon was oh, ja, Steine haben wir jetzt genug, so scheint es. Jetzt gehen wir mal hier an der Küste entlang, die haben wir auch genug. Okay. Welches Taste will der von uns? Die Bö, das ist das Survival Book. Da können wir uns dann ein paar Feuerchen hinbasteln. Und hier, das ist zum Speichern. Das hier ist so für zwischendurch. Um mal kurz pennen zu gehen. Weil man nichts mehr sieht. Wie das, so wie das einige Male sein kann. Passieren kann. Ja. Sieht aus wie Essen, ich weiß. Sollten uns hier nicht so direkt am Anfang in den Wald, tief in den Wald begeben. Ich weiß zwar nicht, was das hier für ein Schatten sein soll, der uns folgt, der so aussieht, als würde man ein Zelt tragen. Okay, naja. Solange er nicht so stört. Ne? Ist ja noch heller, helllichter Tag. Das ist Crouchen. Oh, das hört sich nicht gesund an.
Können wir mal eine Etage tiefer, ne? Sie könnte Schmerzen haben. Sie könnte aber auch um Hilfe rufen. Da sie uns vielleicht entdeckt hat. Und jetzt so in den ersten paar Minuten möchte ich nicht unbedingt sterben, ne? Das wäre ja ein bisschen... So, ja, wir haben uns direkt dahin begeben, wo der Fuchs und der Hase sich guten Tag sagen oder gute Nacht. Ja, die Ausdauer sollte man nicht so beanspruchen. Uns erstmal ein geeignetes Plätzchen suchen wollen. Logs können wir leider noch nicht so für uns beanspruchen. Also mit uns führen nur zwei Stück und zwei Stück jetzt extra noch mitzunehmen. Noch eine extra Last aufzuwuchten. Sollte das nicht passieren? Ne, sollte man das nicht unbedingt machen. Ein schönes... Mal gucken, kurz mal so... Equip in Inventory. So, dann snacken wir uns erstmal so einen leckeren Schokoriegel. Ne? Ist auch immer gut. Gibt ein bisschen Energie. Und schon kann man ja durch den Wald laufen. Die Texturen sind hier ein bisschen, ich will nicht sagen langsam, aber ich sag's doch mal. Ich muss das halt noch ausdüfteln, wie man das hier so bewerkstelligen kann. Schnee gibt's hier bestimmt nicht. Gehen wir mal hier den künstlichen Berg hoch. Eigentlich ein guter Aussichtspunkt, ne? Um hier alles einzusehen. Ja, das ist mal die erste Folge, um uns erstmal ein geeignetes Plätzchen zu suchen. Erstmal zurechtzukommen in dem Spiel. Ne? Ich habe zwar schon öftere Let's Plays jetzt gesehen von anderen Let's Playern. Aber... Selbst ist der Mann, ne? Wenn man immer mal selber dahinter kommt, wie man das machen kann, machen tut, machen könnte. So, ja. Die Kamera kann man immer schön mit der Maus bewegen. Boah, da übrigens ist hier schon was für uns. Eventuell. Mal kurz Luft schnappen. Mal kurz umgucken. Ja, das ist noch nicht, sieht nicht so interessant aus. Wir wollen so eine flache Ebene, wo wir direkt in den Wald gucken können. Weil die lieben Jungs hier, die kennen sich ja auch. Die Sonne steht noch da oben. Aber nicht mehr lange. Sollten wir mal uns ein klein wenig beeilen. Oder gehen wir erstmal ein bisschen, ne? So, ein paar Leaves können wir immer gebrauchen. Ein paar Blätter in Deutsch. Ach so, das kommt später. Okay. Würde ich erstmal sagen, würden wir erstmal hier hochgehen. Und vielleicht können wir ja dann die andere Seite. Andere Seite durchgehen. Er läuft, auch wenn er springt, läuft er. Ist klar, jo. So, jetzt gibt mal Gummi hier. Wollen den Leuten noch was zeigen, bevor sie hier vom PC einschlafen. Ne?
irgendwie weiß und nebelig. Es war eine schöne Lichtung, aber da braucht man viel Geduld und Spucke, um hier ja, das sieht schon stranddichter aus. Oder zumindest. Ah, atme noch. Oh, oh. Das ist aber keine schöne Musik. Aber hier ist erstmal. Happe, happe angesagt. Wenn sie denn mal stehen bleiben. Survival, ne? Ja. Sammeln wir die erstmal so alle schön ein hier. Ja, wir wissen, denke immer, ja, wir sind in Blut getränkt, wir könnten uns anstecken, wir könnten uns infizieren mit irgendwelchen Erregern, wie auch immer. So, dann waschen wir uns das erstmal schön ab hier. Und dann gucken wir, ob wir noch was zu essen bekommen. Haben wir jetzt Häschen, haben einen Lizard und so. Ist wieder so ein eingeborenes Dorf. Mit so einigen Effigies, die uns davon abhalten sollten, bei ihnen einzukaufen. Ja, gehen wir mal hier am Strand entlang. An der Küste, am Ufer. Also so nah am Wasser. Hm? Nicht unbedingt da. Ein Temporary Shelter könnten wir uns schon mal. Ja, die sehen nett aus, die können wir alle schnabulieren. Alpha, aber die die beansprucht schon ganz schön die Grafikkarte hier. So. Vielleicht kann man ja hier so langsam runter, ja. Aha, aha. Das Meer ist noch ein bisschen nicht so, so wie es sein sollte. Oh, das sieht doch schon nicht mal so schlecht aus. Machen wir uns mal dem einen gleich, indem wir so bauen uns hier direkt mal was hin. So. Wie war das nochmal? Ja, das ist ein Inventory. Das ist der Petometer. Das ist die. Das. Wir drehen das vielleicht nochmal ein bisschen. Schließen wir das mal erstmal hier hin. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Loks. Hier haben wir direkt mal einen. Schön.
Ja, das ist eigentlich klar, wenn man hier die Kerbe reinhaut, dann kippt es dahin, wo... Aha, ist er gleich ganz durch. Ja, wo... Ah, nee. Wo ist er denn jetzt? Ah, so. Oh, die haben sich einmal so quer verteilt. Jetzt ist es absolut dunkel. So. So, damit wir ein bisschen sehen können. Ist ein bisschen dunkel jetzt geworden. Ein bisschen. Nur so ein bisschen. Nicht so viel, nur halt nur ein bisschen halt. Ja, zwei reichen erstmal. Jetzt gleich wieder zurückkommen. Sollten wir erstmal ein paar Stöcke mitnehmen. So wie die hier. Oder den hier. So ein Stein wäre auch nicht verkehrt. So, jetzt haben wir hier noch ein Lock. Find something to eat. You are hungry. Also ich soll was zu essen finden, weil ich hungrig bin. Dann werden wir das doch mal machen. Wenn du das so sagst. Ziemlich duster, sagt die Frau Schuster. So, hier haben wir noch ein Ästlein. Ja, schön immer anmachen, liebe Junge. Gleich kommen die Putzermänner und dann war es das, wenn es denn nicht. Immer schön auf das Blink-Bloing achten oder auf das Geräusch, das die Einwohner machen, wenn wir ihn danach, wenn sie uns entdeckt haben. Ich hoffe mal, er fällt nicht in die Richtung, die... Ja, ein Lock fällt nach unten. Egal. So, jetzt schön gemächlich da um die Ecke die Holzstämme, die Loks tragen. Holzstämme so. Einer fehlt uns noch. Und dann kann man, glaube ich, erstmal Heierchen machen gehen. Ja, so wunderbar. Haben wir gesichert und entladen. Jetzt wäre es noch mal kurz vom Nöten so eins zu platzieren, vielleicht nicht direkt ins im Haus, ne? So wäre optimal. Ja, so ist wunderbar. So, jetzt gucken wir noch mal in unser Inventory. Nehmen den. Und drücken C. Und warten jetzt hier. Ja, die Feder, die
Kannst du dir erstmal in den Arsch stecken. Die will keiner. Jetzt wird mal schön, bis das gebrutzelt hat. Ach so, ja, jetzt ist er verbrannt. Der Vogel wurde direkt mit erledigt. Mal wenigstens jetzt ein schönes kleines Häuschen. Sind erstmal sicher für die ersten paar Stunden. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Ciao. So, jetzt bricht hier langsam der Tag an. Und dann sag ich mal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal wünscht euch euer Yoshi. Ciao mit V.